Weiter geht der Leicester Express. Heute klappt es wirklich richtig gut. Und wieder geiles Ding von Dolberg. Mahrez! Fabianski hält! Wie der hält, oh! Hey FIFA-Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Pezeler und es geht weiter im Karriere-Reboot mit Leicester. Und wir haben jetzt beide Spiele verloren. Es ist kurz vor dem Transferende und ihr habt wieder richtig viele nice Namen geschrieben. Dafür möchte ich mich bedanken und heute habe ich mich für zwei entschieden. Das erste Mal für Grimaldo auf der Linksverteidigerposition, der richtig viel Potenzial hat. Alejandro Grimaldo von Benfica und den werden wir versuchen einmal zu kaufen. Auch hier werden wieder, ich sag mal, 5 Millionen veranschlagen und mal schauen, ob wir den dann bekommen. Und dann fehlt uns natürlich noch, ich sag mal, ja, ein Torwart, Freunde. Und da habt ihr mir auch einen Namen reingeschrieben. Alban Lafont von Toulouse und der ist erst 17 Jahre jung, hat aber auch in FIFA 17 ein Riesenpotenzial und kann ein ganz großer werden. Auch hier veranschlagen wir 5 Millionen für einen Kauf. Ich würde sagen, es geht weiter. Wir müssen das erste Spiel jetzt mal gewinnen und fangen auch gleich mal an, unsere Mannschaft umzustellen. Im letzten Spiel, ihr seht es schon, hat Christian Fuchs eine rote Karte bekommen. Und wir werden jetzt erst einmal die Formation ändern, denn die Formation vom ersten Spiel hat mir viel, viel besser gefallen mit drei Spitzen offensiv. Und ja, es sieht dann so aus. Heute spielt Oliver Burke mal auf der linken Verteidigerposition. Christian Fuchs wird dafür in den Kader geschickt. Und Riedewald, den wir uns geholt haben, der spielt heute das erste Mal für Robert Huth in der Startaufstellung. Oliver Burke werden wir natürlich auf die rechte Verteidigerposition für Simpson setzen. Aber es ist einfach nur zum Test mal zu sehen, wie lässt er sich denn spielen auf einer Position, wofür er gar nicht bestimmt ist. Er kann ja auch rechts im Mittelfeld spielen, sowie rechter Verteidiger. Spielt er bei RB Leipzig ja auch oft. Diesmal spielt er bei uns linker Verteidiger, einfach weil wir dort Personalnot haben. Und Personalnot macht natürlich erfinderisch. Und wir haben noch keine Bestätigung von den anderen Vereinen bekommen. Deswegen müssen wir das erste Spiel jetzt gegen Swansea City spielen. Das, wie immer, meine Damen und Herren, auf Legende. Und dann würde ich sagen, los geht's und wir holen heute, ich verspreche es euch, heute holen wir die ersten drei Punkte. Es ist natürlich traurig für einen Trainer, der neu in die Mannschaft gekommen ist und die ersten beiden Spiele natürlich verliert. Ist doof, aber wir werden das Beste draus machen. Bei schlechtem Wetter werden wir natürlich die ersten Punkte versuchen zu holen. Über gepflegten Spielaufbau. Und da ist er gleich, Jamie Vardy im Strafraum des Gegners. Jamie Vardy mit rechts. Und da ist sie, die erste Möglichkeit. Wir haben ja immer noch kein eigenes Tor geschossen. Und wir sind im dritten Spiel. Also heute muss sich natürlich einiges verändern in der Mannschaft. Oh, Mahrez holt sich hier die Pille. Kriegt den Ball direkt wieder zurück. Dann auf Jamie Vardy. Vielleicht jetzt noch mit einer Flanke auf Dolberg. Dolberg mit dem Kopfball. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Wann schießen wir das erste Tor hier mit Leicester? Und wann platzt endlich mal der Knoten? Das würde mich ungemein interessieren. So, Oliver Burke holt sich den Ball. Stark gemacht jetzt hier. Und dann spielt er den Ball auf Dolberg. Der muss nochmal warten. Wieder Oliver Burke. Und dann in den Nachthimmel von Leicester. Scheiße, Mann. Immer noch kein Tor. Lässt immer noch auf sich warten hier. Aber wir haben ein gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Jetzt fehlt nur noch das eine Tor. Mann, Mann, Mann. Zumindest haben wir einen Punkt geholt. Stand jetzt. Und wieder weiter pressen hier. Pressen, 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 pressen. Burke holt den Ball. Dolberg auf Amiri. Und jetzt Amiri. Da ist es, das erste Tor für Leicester. Jawohl! Und gleich hier eine Kooperation von 3-9. Burke holt sich den Ball, spielt rüber zu Dolberg und Dolberg legt für Amiri mustergültig auf. Der stolpert dir den Ball quasi rein. Aber scheißegal,
erstes Tor und das ist die Führung. Und da freut sich auch mein Computer, ich natürlich am Spielfeldrand. 1:0 für Leicester. Riedewald muss rausrücken. Und den holt sich der wunderbar, Alter. Richtig stark gemacht. Und jetzt geht's in die andere Richtung über Jamie Vardy. Und auf der anderen Seite, da ist massig Platz jetzt. Emre Mor, Emre Mor auf dem Weg zum zweiten. Emre Mor, das zweite und wieder neuer. Jawohl. Heute ist der Knoten geplatzt, meine Damen und Herren. Richtig gut hier. Maris auf Emre Mor. Und den macht er auch irgendwie stolperhaft rein. Boah, ich glaube, der war noch abgefälscht. Jawollo. Und da kann Fabianski gar nichts machen. Weiter geht der Leicester Express. Heute klappt es wirklich richtig gut. Und wieder geiles Ding von Dolberg. Maris! Fabianski hält! Wie der hält, oh! Weltklasse! Aber Burke hat noch den Ball an der Auslinie. Schön auf Jamie Vardy. Wer ist da in der Mitte? Maris! Oh, zweimal hat er jetzt das 3:0 auf dem Kopf oder auf dem Fuß. Wir wechseln aus. Wir bringen jetzt noch einmal für Ndidi Drinkwater. Und vorne rein für Jamie Vardy Musa. Denn Kasper Dolberg spielt wirklich exzellent. Zwei Weltklasse-Pässe gespielt in diesem Game. Richtig stark gemacht. Aber holt wenigstens nochmal den Einwurf raus. Zack, wieder Dolberg. Da ist der Ball wieder. Ahmed Musa. Ahmed Musa! Und Ecke hier in der 90. Minute. Maris mit der Ecke. Kopfball und auf der Linie geklärt. Na gut, nicht ganz, aber fast, würde ich mal behaupten. Und das ist der Schlusspfiff und somit der erste Sieg für Leicester in der neuen Saison. 2:0. Swansea hatte mal so gar keine Chance. Und endlich ist die Formation aufgegangen mit den jungen Wilden, würde ich mal sagen. Auch Riedewald, der hat da hinten für Ordnung gesorgt. Richtig gut. Und Dolberg, anstatt Tore zu machen, legt er einfach auf wie ein perfekter Zehner. Also Wahnsinn. Ich bin richtig gespannt, wie die Mannschaft sich entwickelt. Und wir sind ja auch, dadurch, dass sie letztes Jahr Meister geworden sind, in der Champions League. So, und hier ist Lafont, ist abgelehnt worden. Und da werden wir nochmal erhöhen. Und wir geben 15 Millionen. Ich habe keinen Bock, mit denen zu diskutieren. 15 Millionen für euren 17-jährigen Torwart. Und dann schauen wir mal. Die Sperre ist von Fuchs abgelaufen, aber der Fuchs ist eher am Abstellgleis. Bin ich mal gespannt, Freunde. Und hier ist das auch abgelehnt worden von Grimaldo. Und auch hier sagen wir 15 Millionen. Aber einer von den beiden kann ich sicherlich nicht stemmen. Da bin ich mir sicher. Müssen wir mal schauen, Freunde. Denn wir haben nur noch 2 Tage jetzt. Mit den... Ja, hier. So, und die letzten 10 Minuten sind angebrochen quasi. Die letzten Stunden. Angebot akzeptiert. Toulouse hat das Angebot akzeptiert. Wunderbar. Dann kriegt er 15.000 für 4 Jahre. Alter Schwede, wie günstig ich an Spieler komme. Schaut euch das verbleibende Gehaltsbudget an. Wahnsinn, das ist ja wirklich Kinderhandel vom Allerfeinsten. So, Grimaldo jetzt mal. Hier werden wir auch ein neues Angebot unterbreiten. Und ich erhöhe auf 19 Millionen. Aber dann ist auch Schluss. Ja, nee, noch nicht ganz. Ich sag mal 20, 22 werden auf jeden Fall investieren. Aber wenn es um die 30 Millionen geht, da bin ich auf jeden Fall weg vom Fenster. Und ihr seht, Top-Transfer. De Gea wächst für 53,5 Millionen zu Atletico. Und Alban Lafont hat akzeptiert. Wunderbar. Und dann können wir direkt unterschreiben. Wir haben einen neuen Torwart. Es macht so viel Spaß gerade, mit so vielen jungen, frischen Leuten zu spielen. Und es tut mir leid für Kasper Schmeichel. Aber wir brauchen junge Leute in der ganzen Mannschaft. Und daher muss er auch spielen. So, und Zieler. Ach, den machen wir gar nicht mehr, den Ron Robert. So, Lafont im Tor von Leicester City. Benfica hat das Angebot akzeptiert, das habe ich eben gar nicht gelesen. Okay, dann 15.000 auch hier, wieder 4 Jahre. Wir haben wirklich extrem starke Schnäppchen gemacht.
20 Jahre jung. Jetzt muss er nur noch akzeptieren und wir haben unsere Mannschaft eigentlich komplett, Freunde. Ja, auch Alejandro Grimaldo akzeptiert und wechselt zu Leicester. Du kannst dir diesen Spieler nicht gleisen. Ja, wir passen uns an, wir haben so viel Gehalt über, Alter. Ohne Witz. So, und hier haben wir wieder 9. Und jetzt werden wir die Mannschaft mal ein wenig anpassen. Und schaut euch das an, in den jungen Jahren sind die schon echt gut am Start. Hier Oliver Burke spielt für Simpson außen. Und Simpson kommt raus für Grimaldo. Und so sieht das aus. Grimaldo, Riedewald, morgen. Burke, Ndidi, Moore. Na gut, das müssen wir noch ändern. So, Amiri spielt hier. Mahrez dahinter. Und Kaspar Dolbeck vorne drin. Alter Schwede, wir haben die halbe Mannschaft komplett aussortiert. Und bevor ich jetzt speichere und bevor ich das Video beende, mache ich noch einen zum Kapitän dieser Mannschaft. Nämlich Jamie Vardy mache ich hier zum Kapitän in der neuen Truppe. Jamie Vardy wird neuer Kapitän. Ja, und Mahrez macht eigentlich alles andere. So, dann würde ich sagen, Freunde, das war's von diesem Match und von diesem Video natürlich. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, hittet den Like-Button. Ja, wir haben jetzt viele, viele Neuverpflichtungen getätigt und ich möchte mich einfach mal bei euch bedanken. Vielleicht können wir noch einen Spieler verpflichten, aber ich muss mich einfach bei euch mal bedanken, dass ihr wirklich echt stark mitgemacht habt und ohne euch wäre dieses Projekt Leicester City gar nicht möglich gewesen. Also, vielen Dank an euch da draußen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Karrieremodus mit Leicester. Freunde, bis zum nächsten Mal, euer Peterle und Tschaußen.